dass ich das nicht gelesen habe. Ist echt peinlich. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch auf Instagram nach gehypten Büchern gefragt und habe mir mal die Bücher rausgepickt, die ich davon nicht gelesen habe. Ich dachte, das ist vielleicht ganz spannend mal. Und ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Bücher gelesen habt und was ihr denkt, ob sie mir vielleicht auch noch gefallen könnten. Vielleicht schaue ich mir sie dann nochmal an. Wir beginnen mit Throne of Glass, was wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch gelesen haben. Ich sehe das immer wieder auf Instagram. Ich glaube, die Bücher sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber anscheinend ist der Hype immer noch nicht vorbei. Ich weiß auch gar nicht richtig, worum es geht. Ich glaube aber, dass es mir nicht gefallen würde, denn ich habe ja auch das Reich der Sieben Höfe angefangen und dann halt nach der Hälfte des ersten Teils direkt abgebrochen, weil ich ja nicht so der Fan von krassen Fantasy-Stories bin. Ich mag dieses Urban Fantasy gerne, also wenn eine normale Person quasi plötzlich erfährt, dass irgendetwas in ihrem Leben so einen Fantasy-Charakter hat. Das mag ich, weil ich mich dann damit identifizieren kann und mich da auch ganz gut reinversetzen kann. Aber bei diesen krassen Fantasy-Geschichten ist es mir meistens zu viel. Also ich komme dann einfach nicht mehr hinterher. Wir schauen uns aber jetzt einfach mal an, worum es in dem ersten Teil geht, denn ich habe es mir auch tatsächlich noch nie komplett durchgelesen. Ich muss sagen, dass ich die Cover schon ziemlich schrecklich finde. Ich blende das jetzt mal hier ein. Könnt ihr mir auch mal gerne schreiben. Ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt in meinem Regal stehen haben muss, weil ich es so schön finde. Es geht um Selena, keine Ahnung. Sie ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann taucht Raoul auf. Keine Ahnung, die Namen sind halt speziell. Captain der Leibgarde und bietet ihr eine einzige Chance zum Überleben. Kronprinz Dorian hat sie dazu ausersehen, einen tödlichen Wettkampf zu bestreiten. Wenn es ihr gelingt, für ihn 23 kampferprobte Männer zu besiegen, wird sie ihre Freiheit wiedererlangen. Beim gemeinsamen Training mit Captain Westfall, also das ist der Typ, der ihr diese Chance gegeben hat, findet sie immer mehr Gefallen an dem jungen, geheimnisvollen Mann. Und auch der Kronprinz lässt sie nicht kalt. Zeit, über ihre Gefühle nachzudenken, bleibt ihr allerdings nicht. Denn etwas abgrundtief Böses lauert im Dunkeln des Schlosses und es ist da, um zu töten. Ja, wie ich schon gesagt habe, klingt nicht nach etwas, was mir gefallen würde. Aber schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass das vielleicht doch etwas für mich ist. Ich sehe schon Carrie schreiben. Nee, Toni, das wird dir eh nicht gefallen. Dann Plötzlich Fee. Ich glaube, Plötzlich Fee habe ich mal die ersten Seiten von gelesen, bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall mal irgendwann gebraucht, gekauft, aber dann auch wieder weiterverkauft, weil ich dann doch beschlossen habe, es nicht zu lesen. Und zwar ist das ja von Julie Kagawa, die auch diese Talon-Bücher geschrieben hat. Die Cover finde ich sogar eigentlich recht schön, also ich mag das ganz gerne. Vor allem, weil es ja auch, glaube ich, eine Trilogie ist oder sogar vier Teile. Sieht bestimmt ganz hübsch aus. Schon immer hatte Megan das Gefühl, dass irgendetwas in ihrem Leben nicht stimmt. Aber als sie an ihrem 16. Geburtstag einen geheimnisvollen Jungen entdeckt, der sie aus der Ferne beobachtet, und als ihr bester Freund sich auf einmal merkwürdig verhält, muss sie erkennen, dass offenbar ein besonderes Schicksal auf sie wartet. Noch nie hätte sie geahnt, was wirklich dahinter steckt. Sie ist die Tochter des sagenumwobenen Feenkönigs und nun gerät sie zwischen die Fronten eines magischen Krieges. Ehe sie sich versieht, verliebt sie sich in den jungen Ash, den dunklen, beinahe unmenschlich schönen Prinzen des Winterreiches. Er weckt in Megan Gefühle, die sie beinahe vergessen lassen, dass er ihr Todfeind ist. Wie weit ist Megan bereit zu gehen, um ihre Freunde, ihre Familie und ihre Liebe zu retten? Das ist schon wieder etwas, was mich vermutlich sogar mehr interessiert als das Buch davor, also diese Reihe davor, weil es halt schon anfangs ja noch relativ normal ist. Also es ist ja anscheinend anfangs eine normale Welt. Ich weiß nicht, ist das Urban Fantasy? Könnt ihr mir gerne mal sagen. Aber auch das zieht mich jetzt nicht magisch. Dann habe ich mir noch das Reich der Sieben Höfe aufgeschrieben, habe ich ja jetzt gerade schon gesagt. Habe ich damals angefangen, den ersten Teil zur Hälfte gelesen und dann aufgehört. Ich weiß aber jetzt, wie es ungefähr weitergeht, denn mir wurde von Carrie das Ende gespoilert. Ich muss sagen, dass es schon gut klingt. Also, was sie mir gesagt hat, klingt für mich nach einem coolen Plot-Twist. Und ich würde es total gerne mögen. Vielleicht fange ich es irgendwann einfach nochmal an. Ja, schlecht fand ich es auf jeden Fall nicht. Ich fand es eher ein bisschen langweilig. Aber da haben mir
auch einige gesagt, dass es besser wird. Also dass der erste Teil noch nicht so herausragend ist wie die Teile danach. Dann habe ich auf meiner Liste Eragon. Das ist ja, glaube ich, so ein richtiger Klassiker. Eragon hat übrigens ein, ich glaube, damals 14- oder 15-Jähriger geschrieben. Das ist ja von Christopher Paolini und der war, wie gesagt, damals, ich glaube, 14 oder 15, was ich echt eine krasse Leistung finde. Vor allem dafür, dass es halt hinterher ein Weltbestseller geworden ist. Ich weiß, man sagt ihm, glaube ich, nach, dass er sich an, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Buch, glaube ich, war das Herr der Ringe? Von irgendwas hat inspirieren lassen. Aber letztendlich finde ich es trotzdem voll krass. Es wäre ja nicht so erfolgreich gewesen, wenn's, wenn da gar nichts dran wäre. Ne? Genau, er mit 15 steht hier. Mit 15 das Buch geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht, außer dass es irgendwie was mit Drachen ist. Und zwar, als Eragon auf der Jagd einen blauen Stein findet, ahnt er nicht, dass dieser Fund sein Leben verändert. Denn aus diesem Stein schlüpft ein Drachenjunges und beschert Eragon ein Vermächtnis, das älter ist als die Welt. Hier steht noch ein bisschen mehr, aber ich lese jetzt nicht alles vor, weil wir noch ein paar Bücher haben und es sonst nachher zu lange wird. Klingt auf jeden Fall cooler, als ich gedacht habe. Tatsächlich habe ich die ganze Zeit gedacht, dass Eragon der Drache ist, weil dieser Name ja so ein bisschen speziell ist. Aber anscheinend ist es der Protagonist, der einen Drachen findet. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Eragon gelesen habt. Weiter auf meiner Liste steht noch Percy Jackson. Bei Percy Jackson habe ich den ersten Film gesehen und den mochte ich eigentlich sogar ganz gerne. Muss aber sagen, dass ich kein Interesse hatte, die Bücher zu lesen, denn ich kenne mich mit der griechischen Mythologie gar nicht aus. Ich habe Göttlich damals gelesen und gehört und muss sagen, dass mich das gar nicht überzeugt hat, denn wie gesagt, ich kenne mich mit der griechischen Mythologie kaum aus und es war für mich dann gar nicht mehr zu verfolgen. Also ich wusste gar nicht mehr, wer ist und deswegen habe ich dann halt auch Percy Jackson nicht gelesen. Fand aber den Film ganz gut. Auf meiner Liste steht auch noch Erebos. Erebos habe ich auch damals abgebrochen. Da geht es ja um ein süchtig machendes Computerspiel. Also dieses Computerspiel befiehlt, glaube ich, den Spielern sogar irgendwann Menschen umzubringen. Richtig heftig. Und die Idee klingt auf jeden Fall mega cool, finde ich. Aber ich mochte diese Computerwelt irgendwie nicht. Also ich habe das ganz gerne gelesen. Anfangs geht es ja um den Jungen, der dieses Computerspiel spielt. Ich glaube, Nick heißt der. Und als dann quasi diese Computerwelt kam, also als wir quasi in dieser Computerwelt waren, war ich irgendwie wieder gelangweilt, weil es für mich dann ja wieder so eine Fantasy-Welt war. Und das mag ich halt nicht, wenn es zu krass Fantasy wird. Ich mag halt einfach lieber unsere normale Welt, in der so ein bisschen was Fantastisches passiert. Genau, dann habe ich mir die Bibel aufgeschrieben. Die Bibel ist jetzt vielleicht nicht gehypt, aber auf jeden Fall ein sehr bekanntes Buch. Und zwar, ich glaube, das meistverkaufteste Buch der Welt, meine ich. Hab die Bibel aber nie gelesen. Könnt ja auch mal gerne schreiben. Mein Gott, ihr habt aber echt viel zu schreiben, ob ihr die Bibel gelesen habt. Ich habe sogar mal irgendwann überlegt, ob ich das machen soll, die Bibel und den Koran lesen. Hab's aber dann nicht gemacht. Die Bestimmung habe ich auch noch auf der Liste stehen, wollte ich voll gerne anfangen zu lesen. Ich habe mir auch diese Bücher mal gebraucht gekauft, aber irgendwann hat mich dieser Sub so überfordert. Ich hatte ja so viele ungelesene Bücher, dass ich alle Bücher aussortiert habe, bei denen ich mir nicht mehr sicher war, ob ich sie wirklich gerne lesen möchte gerade. Und es hat mir sehr gut getan, also mich ein bisschen von diesen Büchern mal zu befreien, weil ich halt einfach vor allem im letzten Jahr sehr viele Bücher gekauft habe, war das, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Jetzt komme ich halt wieder hinterher und es motiviert mich auch viel mehr zu lesen, wenn ich nicht das ganze Regal voller ungelesener Bücher habe und mich so erschlagen fühle. Worum es bei Die Bestimmung genau geht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es eine Dystopie ist und ich mag Dystopien eigentlich super gerne. Genau, vielleicht werde ich es irgendwann nochmal lesen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass ich einfach die Filme sehe. Ich weiß, die Filme sind wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Buch, ist ja immer so. Aber es gibt noch so viele coole Bücher, die halt nicht verfilmt wurden. Und vielleicht lese ich dann lieber die Bücher, von denen es noch keine Verfilmung gibt. Und schaue mir von Die Bestimmung dann erstmal nur den Film an. Ja, dann Herr der Ringe habe ich nicht gelesen. Ich wüsste mal gerne, wie viele Herr der Ringe überhaupt gelesen haben tatsächlich. Vielleicht vor allem von den Jüngeren, kann mir gar nicht vorstellen. Habe ich nicht gelesen, ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Irgendwas mit einem Ring wahrscheinlich, wie der Name schon sagt. Aber ich glaube, Kobolde und sowas kommen da drin vor. Aber auch das ist ja so eine richtige High-Fantasy-Welt. Von daher habe ich da eigentlich keinen Bock drauf.
Das Einzige, warum ich das gerne lesen möchte, ist, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist so eine Art Allgemeinwissen. Ja, dann die unendliche Geschichte. Habe ich damals angefangen, auf Kassette zu hören. Ich glaube, es geht um so einen Jungen, der, ich glaube, der liest ein Buch. Heißt der nicht irgendwie, wie heißt der Junge nochmal? Moment, ich habe es gleich, Bastian oder so. Ich glaube, der leiht sich irgendwie so ein Buch aus in der Buchhandlung oder in der Bibliothek und liest dann die ganze Zeit dieses Buch. Und ich glaube, da geht es um die unendliche Geschichte. Soll ich es mir nochmal durchlesen? Ich glaube, ich lese es mir mal durch. Nachher sage ich jetzt hier was komplett Falsches. Ist ja eigentlich auch voll die krasse Allgemeinbildung, dass ich das nicht gelesen habe. Ist echt peinlich. Ja, genau. Bastian entdeckt in einer Buchhandlung ein geheimnisvolles Buch, und zwar die unendliche Geschichte. Begeistert liest er von den Abenteuern des Helden Atreju und seinem gefährlichen Auftrag, Phantasien und seine Herrscherin, die kindliche Kaiserin, zu retten. Zunächst nur Zuschauer, findet er sich unversehens selbst in Phantasien wieder. Tu, was du willst, lautet die Inschrift auf dem Symbol der unumschränkten Herrschaftsgewalt. Doch was dieser Satz in Wirklichkeit bedeutet, erfährt Bastian erst nach einer langen Suche. Denn seine wahre Aufgabe ist es nicht, Phantasien zu beherrschen, sondern wieder herauszufinden. Wie aber verlässt man ein Reich, das keine Grenzen hat? Das Buch hat 480 Seiten, Toni. Das kannst du doch mal lesen, oder? Was meint ihr? Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen jünger, denn auf meiner Liste steht sonst noch Dem Horizont so nah. Da werden jetzt einige aufschreien. Das Buch soll ja unfassbar schön und emotional sein. Bin aber gespoilert worden von mir selbst. Ich habe nämlich gegoogelt, worum es geht. Und ich weiß jetzt, worum es geht. Denn ich hatte damals eine Buchidee. Und ich habe die irgendjemandem erzählt. Und dann meinte diese Person, dass ich mir mal halt Dem Horizont so nah angucken oder durchlesen soll. Und dann habe ich mir es halt angeguckt, worum es da geht. Und tatsächlich war das Thema halt ein ähnliches. Also die Krankheit quasi, die dieses Buch auch beinhaltet, kam halt auch in meinem Buch vor. Und dann habe ich es halt weggelassen, weil ich Angst hatte, dass man mir danach sagt, dass ich irgendwie was abgekupfert habe. Auch wenn es natürlich ja eine ganz normale Krankheit ist und gibt wahrscheinlich 1000 Bücher damit. Aber da dieses Buch halt einfach so bekannt ist, wollte ich das nicht auch machen. Ein wenig Leben, das habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Das liest gerade Melanie von Meloni Books, also meine Freundin hier aus dem Wohnheim, mit der ich auch auf Instagram schon öfter mal eine Lesenacht gemacht habe. Wahrscheinlich kennen sie viele von euch, die mir auf Instagram folgen. Dann Children of Blood and Bone. Das habe ich auch auf meiner Liste stehen und ich weiß auch nicht, worum es geht. Das Einzige, was ich meine in Erinnerung zu haben, ist, dass ich mal mit einem Typen auf Tinder geschrieben habe, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe und er mir erzählt hat, dass er es gerade liest. Fand ich ganz lustig. Hauptsache, das Einzige, was ich von dem Typen quasi noch in Erinnerung habe, ist, welches Buch er damals gelesen hat. Das nennt man Book-Nerd. Bla 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 bla. Der internationale Bestseller. Große Kinoverfilmung bereits in Arbeit. Okay, wahrscheinlich kommt da bald ein Film raus. Boah, Leute, lest euch das selbst durch. Ich verlinke euch die Bücher in der Infobox. Das klingt mir gerade zu kompliziert. Dann The Hate You Give. Das will ich aber unbedingt bald noch lesen, weil das Thema ja einfach auch gerade noch sehr aktuell ist und mich das auch sehr interessiert. Ist ja ein Jugendbuch über Rassismus und das finde ich wichtig. Vor allem finde ich gut, dass es mal ein Jugendbuch ist für junge Leute, die sich dann damit auch auseinandersetzen. Dann The Secret Book Club. Das ist, glaube ich, gerade so auf Instagram echt in aller Munde. Liest gefühlt jeder. Soll ein sehr humorvolles New Adult Buch sein und ja, New Adult lese ich sowieso gerne, Humor mag ich auch und deswegen vielleicht lese ich es mal. Dann habe ich auf meiner Liste noch Reckless stehen, auch das habe ich aussortiert. Ich hatte das mal hier, aber wie gesagt, irgendwann habe ich gedacht, okay Toni, ganz ehrlich, du kannst nicht jedes Buch der Welt lesen und eigentlich interessieren dich Spiegelwelten gar nicht so. Ich glaube, es geht um Spiegelwelten. Ein Junge, der in so einen Spiegel reingehen kann oder so, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Dann City of Bones. Sorry, hab ich auch nicht gelesen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das cool ist. Was meint ihr? Könnt ihr mal schreiben, ob es mir gefallen wird? Bestimmt gibt es einige von euch, die sich in meinen Lesegeschmack reinversetzen können, die vielleicht sagen, hey, ich lese eigentlich immer so ähnliche Bücher wie die Toni und das Buch hat mir gut gefallen und das hat mir gar nicht gut gefallen. Dann helft mir mal ein bisschen. Schreibt's mir. Dann Ophelia Scale. Habe ich auch noch auf meiner Liste. Das ist ja auch eine Dystopie, die gerade auf Instagram voll gehypt wird. Sophies Welt, das hat was mit Philosophie zu tun. Ich glaube, das ist mit über Immanuel Kant, der so ein junges Mädel trifft und die beiden unterhalten sich.
glaube, darum geht es. Habe ich auch nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es eines der Lieblingsbücher von Tom ist, von Reading Daydreamer. Ich schaue nämlich immer seine Videos und habe das halt schon da ein paar Mal gesehen. Dann Die Rote Königin und Redwood Love. Das sind auch noch Bücher, die auf der Liste drauf waren, die ihr mir genannt habt als gehypte Bücher, die ich nicht gelesen habe. Aber ich glaube, diese Bücher gingen noch. Die waren nicht so krass gehypt wie viele davor. Ich meine, sowas wie Aragorn oder so ist halt echt Klassiker. Und ich habe es nicht gelesen. Herr der Ringe, Aragorn, die unendliche Geschichte. Und ich nenne mich Bücherwurm. Ganz ehrlich, aber lest einfach das, was euch Freude macht. Das habe ich mittlerweile für mich so erkannt. Ich finde, man darf sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn Leute sagen, hey, das sind Bücher, die jeder gelesen haben muss, weil das Allgemeinbildung ist. Letztendlich ist es schön und gut, wenn wir gerne lesen. Und wenn das jetzt irgendwie ja, andere Bücher sind und nicht diese Klassiker, dann ist alles besser als nicht zu lesen. So sage ich mir das selbst immer und die Hauptsache ist natürlich, dass Lesen Spaß macht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr davon gelesen habt, welche ihr noch nicht gelesen habt und vor allem auch, was ich davon mir noch anschauen soll. Dann wäre ich euch wirklich dankbar. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann los, spurtet! Ich möchte, dass wir uns wiedersehen demnächst. Tschüss, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.